Ja, servus Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video zu den FIFA 17 Squad Building Challenges. Wir haben den zweiten Teil von den Hybrid-Ligen am Start. Wir müssen dort noch zwei Challenges absolvieren, damit wir das Prime Goldspieler Set bekommen. Und zusätzlich werde ich heute auch noch die Movember Challenge machen, die wirklich ziemlich einfach ist. Wenn ich mir das so richtig angeschaut habe, ich habe nochmal kurz drüber geschaut. Und ich würde sagen, wir fangen erstmal an mit den Hybrid-Ligen. Dort müssen wir noch die 9x Klug Challenge und die Startelf machen. Und deswegen starten wir direkt mal rein mit der 9x Klug Challenge. Die Voraussetzungen: Wir brauchen genau 9 Ligen. Wir brauchen Spieler aus derselben Liga, maximal 2. Genau Gold, Spielerqualität, mindestens 99 Chemie und Anzahl der Spieler im Team 11. Und hier seht ihr auch schon mal meine Mannschaft. Also wenn ihr diese Spieler hier so kauft, kann ich euch direkt sagen, braucht ihr auf jeden Fall keine Loyalität. Man braucht hier nur 99 Chemie. Das heißt, es reicht, wenn jeder Spieler 9 Chemie hat. Und ja, wir haben im Tor den Carrizo von Inter Mailand. Rechtsverteidiger den Gabriel Mercado von Sevilla. In der Innenverteidigung haben wir dann den Federico Fernandes und den Colocini. Dann haben wir links den Santiago Garcia von Bremen. Im defensiven Mittelfeld den Granevitter von Sevilla, den Domingo von River Plate. Im ZOM dann den Diego Valeri aus der MLS von den Portland Timbers, den Delgado vom FC Basel und im Sturm den Boselli, der spielt bei Leon in der mexikanischen Liga. Und unser anderer Stürmer ist der Ferreira von Shakhtar Donetsk. Der hat mich jetzt 2000 Coins gekostet, ist der einzige, glaube ich, den ich nicht im Verein hatte von denen. Genau, und den ZDM, den Granevitter, den hatte ich auch irgendwann mal gekauft für 400 Coins. Und das ist, denke ich, ganz eine ganz günstige Mannschaft. Ich habe mir jetzt die Preise von den Spielern nicht genau angeschaut. Ja, der kostet so um die 1000. Ich gehe noch mal kurz die Preise vielleicht durch, damit wir sehen können, dass die auch nicht so teuer ist. 800 Coins für den Innenverteidiger. Der hier ist auch ungefähr bei 500 Coins. Der Torwart auch ungefähr 500 Coins. Und das seht ihr schon, das ist eigentlich eine ziemlich günstige Mannschaft. Ja, Garcia, der kostet jetzt 1500, ist auch noch im Rahmen. Dann der Domingo ist auch wieder günstig für 500 zu haben. Granevitter, mal schauen, was der aktuell wert ist. Ja, auch 400, was ich für ihn auch bezahlt habe. Dann der Valeri geht auch ungefähr für 500, 600. Und ja, der für 2000 habe ich ja schon gesagt, der Stürmer. Delgado, auch der geht für 500 und der Stürmer hier dürfte auch nicht sonderlich viel wert sein. So sieht es auch aus. Und dann haben wir hier auf jeden Fall eine richtig günstige Mannschaft für diese Challenge. Und ich denke mal, es ist ziemlich leicht, diese Challenge zu machen. Dann schicken wir die einfach mal direkt weg, bekommen das Jumbo Premium Gold Set, was ein ziemlich gutes Pack ist. Und wir haben ja auch gleich noch das neue Team der Woche, was gleich rauskommt, und da werde ich dann natürlich meine ganzen Packs öffnen. Und wir hoffen natürlich, dass wir einen guten Spieler bekommen. Zum Beispiel den Second in Form von Alexis Sanchez wäre natürlich ziemlich geil. Aber davor machen wir natürlich erst noch die Startelf. Da brauchen wir genau 11 Ligen, genau Gold und eine Teamchemie von genau 100. Und da sage ich direkt dazu: Für diese Challenge braucht man auf jeden Fall den Loyalitätsbonus, weil ohne den Bonus wird diese Challenge nicht funktionieren. Es gibt wirklich gar keine Möglichkeit, das ohne den Bonus zu machen. Also Loyalitätsbonus für die, die es nicht wissen, ist, wenn man 10 Spiele mit einem Spieler gemacht hat oder den Spieler in einem Pack gezogen hat. Und hier seht ihr dann auch mal meine Mannschaft, die ich dazu gemacht habe, eine Franzosenmannschaft mit Nicolas Douche im Tor. Der spielt in der zweiten französischen Liga. Dann haben wir in der Innenverteidigung von Porto den Boli, der hat mich 2200 Coins gekostet. Den Baba für 800 Coins, der spielt in der spanischen Liga.
den EasyMod Mirin oder wie auch immer von PSV Eindhoven für 2100 Coins, den Knockout für 1200 Coins, der spielt glaube ich in der zweiten englischen, genau. Dann im ZM aus der Pro League, aus der belgischen Liga, den Trebel für 1900 gekauft, Ducouré aus der Premier League für 750 Coins. Jonathan Schmidt ist bei mir Erstbesitzer, den habe ich, oder der ist glaube ich so ungefähr 1500 aktuell wert. Meunier 1200 Coins gekauft, Gignac aus der mexikanischen Liga für 1400 und schlussendlich noch aus der französischen Liga den Maxwell Cornet, den habe ich auch für 1600 Coins gekauft. Ist ein bisschen teurer die Mannschaft und man braucht also zwingend, wie schon gesagt, den Loyalitätsbonus, weil die hier wirklich alle orange Linien haben. Man kriegt hier wirklich keine grüne Linie, weil man ja genau 11 Ligen braucht. Daher auch natürlich nie auf 10 Chemie kommen kann auf einem Spieler. Und ich zeige euch hier nochmal die Loyalität. Also ich habe jetzt auf dem Torwart und auf dem linken Mittelfeldspieler die Loyalität. Es reicht, wenn ihr einen Spieler mit Loyalität habt von denen hier. Wenn ihr ihn im Verein habt, ist es richtig gut, dann könnt ihr die Mannschaft direkt so bauen. Wenn nicht, müsstet ihr 10 Spiele machen mit einem von den Spielern oder die Technik nutzen, die ich schon mal in einem anderen Video gezeigt habe, wo ihr 10 Spiele macht und immer direkt das Spiel beendet mit dieser Anwendung schließen Technik. Und dann würde ich sagen, schicken wir die Mannschaft ab, bekommen das Premium Goldspieler Set und haben dann auch die Hybrid-Ligen abgeschlossen und bekommen dafür dann nochmal das Prime Goldspieler Set. Ein richtig guter Preis auf jeden Fall und ich hoffe natürlich, dass wir dort auch was richtig Gutes in den Packs bekommen. Zunächst will ich aber nochmal die Movember Challenge machen. Die ist, denke ich, nicht allzu schwer. Und wir brauchen 60 Teamchemie und 7 Spieler im Team. Und ja, es gibt keine Einschränkung von Bewertung oder Kartenfarbe, Kartenqualität. Von daher können wir einfach irgendwas ganz Einfaches aus dem Bronze-Sortiment rausholen. Mal schauen, ich glaube, ich habe einige Japaner im Verein. Da werde ich jetzt einfach mal ein paar Japaner reinpacken. Die werde ich, denke ich, nicht brauchen. Japan. Genau, dann nehmen wir einfach mal den da hier und den Kobayashi. LM, den Nakajima. LF haben wir leider keinen. Schauen wir einfach mal weiter, wen wir noch so haben im Sturm. Natürlich wieder aus Japan. Da habe ich mich jetzt ein bisschen verdrückt. Da nehmen wir so ein 58er hier. RF haben wir auch keinen. Und vielleicht noch einen RM. Das wäre ganz gut. Wenn wir den RM zumindest noch hätten. Genau, dann nehmen wir den Hyodo. Und dann können wir auf den Flügelpositionen, denke ich, auch RMs verwenden. Und LMs natürlich. Und kommen dann auf die 60 Chemie. Dann nehme ich jetzt einfach mal den Silberspieler hier. Und ja, jetzt haben wir schon 60 Chemie, seht ihr selbst. Und dann können wir hier praktisch irgendeinen Japaner reinpacken. Und haben das Movember-Trikot, was, denke ich, in-game ganz gut aussieht. Das können wir uns dann gleich mal anschauen. Ich packe jetzt hier einfach mal den da rein, genau. Und dann haben wir die Challenge auch abgeschlossen. Ist ziemlich einfach, wenn ihr viele Spiele habt von einer Nation, packt die hier rein. 63 Chemie haben wir jetzt auf der Mannschaft, weil zwei Spieler nicht auf der richtigen Position spielen. Ansonsten schicken wir die Mannschaft ab, bekommen hier das Trikot. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns zu den Packs. Hoffentlich ziehen wir eine richtig gute Karte. Ich bin schon ziemlich gespannt. So, es ist jetzt 19 Uhr, wir sind wieder da und können direkt die Packs zum neuen Team der Woche öffnen. Robben,
Alexis Sanchez und Marcelo sind hier die drei Karten, die es für uns zu ziehen gilt. Und wir haben hier 9 Sets angespart jetzt, von denen ich natürlich alle aufmachen will. Wir haben unter anderem das Premium-Team der Woche, Leihspieler-Set, was wir für die Vorbesteller-Version bekommen haben. Und ich bin wirklich mal richtig gespannt, was wir jetzt hier rausbekommen. Und ich würde sagen, wir fangen auch direkt mal an mit dem ersten Set, ein Premium-Gold-Set. Und hoffentlich eine gute Karte, ist erstmal ein Non-Rare-Spieler. Sané von Hannover 96, jetzt nicht die beste Karte. Das packen wir in den Verein, die Spieler stoße ich ab. Und dann gehen wir direkt weiter zum nächsten Set, das Jumbo Premium Gold Set. Und wer wird da drin sein? Das ist Samuel Eto'o, oder? Nee, Aboubakar. Aboubakar ist eine ganz gute Karte, aber den werde ich, denke ich, nicht verwenden. Aber für eine Squad Building Challenge kann man den vielleicht irgendwann mal gebrauchen. Deswegen immer ab in den Verein mit den Spielern, die wir noch nicht haben. Jumbo Premium Gold Set sind 7 seltene Karten. Deswegen würde ich sagen, machen wir erstmal das Premium Gold Spieler Set. Da sind 3 seltene Spieler drin. Und wen werden wir bekommen? Das ist Eder von Inter Mailand. Ja, ist jetzt nichts wert, zwar oder nicht so viel, aber Origi vielleicht. Ein bisschen was zumindest noch. Ja, so um die 1500. Ist ganz okay. Nehmen wir, denke ich, mit. Und die Spieler stoße ich mal ab. Dann haben wir noch 6 Sets im Angebot. Ich würde sagen, wir machen direkt mal weiter mit den beiden Jumbo Premium Gold Sets. 7 seltene Karten. Und da könnte doch mal was Gutes dabei sein. Das ist Per Mertesacker, 83er. Leider keine Scream-Karte mehr. War ja im Scream-Team und hat dort eine richtig krasse Karte gehabt. Aber vielleicht kann man den dann gebrauchen, wenn ein Arsenal-Spieler den Premier League des Monats-Spieler bekommt. Was ja durchaus möglich ist. Mit Walcott oder Alexis Sanchez gibt es ja 2 zur Auswahl, die richtig große Chancen haben auf den Preis, würde ich sagen, diesen Monat. Walcott und Sanchez natürlich beide schon im Team der Woche gewesen. Haben, denke ich, ganz gute Karten. Wir gehen einfach mal weiter zum nächsten Jumbo Premium Gold Set, halten uns hier nicht so lange auf. Wer wird es sein? Das ist Shinji Kagawa. Ja, das ist jetzt nicht so bombastisch. Was haben wir sonst noch so? Riedewald. Den 5-Sterne-Skiller Carrillo immerhin. Und Kagawa ist, denke ich, auch nicht mehr viel wert. Olsen, der könnte vielleicht noch für ein paar hundert Coins gehen. Schauen wir mal. 600 Coins stellen wir einfach mal drauf. Dann kommen wir zu den letzten 4 Sets. Wir haben noch ein Jumbo Premium Gold Set, ein Prime Gold Spieler Set, ein 2 seltene Gold Spieler Set und das Team der Woche Leih Set. Würde ich sagen, machen wir erstmal die 2 seltenen Gold Spieler Set. Das ist ein Set, das ich aus einer Squad Building Challenge hatte, wo man die 11 Spieler eintauscht. Und da bekommen wir Kaká, den ich, denke ich, schon im Verein habe. Den Mario Rui habe ich noch nicht. Und die sind ja untradable, das heißt, wir schauen mal, ob wir unseren anderen KK jetzt eintauschen können. Jawohl, den schicken wir auf die Transferliste. Und den anderen in den Verein. Und dann machen wir gleich mal das nächste Jumbo Premium Gold Set. Vielleicht jetzt endlich mal eine gute Karte. Das ist auch keine gute. Masuaku von West Ham United. 75er. Noch ein paar Silberspiele auch noch dabei. Und das können wir, denke ich, schnell überspringen, dieses Pack. Kommen wir zum Prime Goldspieler Set, was 6 seltene Karten enthält. Hoffentlich auch einen Inform für uns. Schauen wir einfach mal direkt rein. Wer wird es sein? Der Stern ist nicht ganz so groß. Das heißt, es ist keine gute Karte, sondern nur eine 82er. Schneiderlin ist ganz okay, aber auch nicht so richtig gut. Hits. Ja, da habe ich mir ein bisschen mehr versprochen von dem Set, ehrlich gesagt.
für die Challenge, was wir da alles reingesteckt haben an Coins. Hätte ich mir ein bisschen mehr zurückgewünscht. Und zum Schluss öffnen wir noch unser Team der Woche Set. Mal schauen, wen wir da bekommen. Das sieht mir nach Immobile aus. Genau, der 85er ist ja schon sein zweiter Inform dieses Jahr. Und den Alsoma. Ich weiß nicht, ob ich die verwende. Den Immobile können wir, denke ich mal, in den Verein packen. Aber den Alsoma, den werde ich wahrscheinlich nie verwenden. Deswegen stoße ich den direkt ab. Und dann würde ich sagen, beenden wir das Video für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert für mehr FIFA 17 Videos, Squad Building Challenges und vieles mehr. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer Jules. Haut rein!